Hallo zusammen. Heute haben wir mal den Hohlgässler Pinot Noir im Glas oder kriegen jetzt ins Glas. Dieser Hohlgässler Pinot Noir kommt aus einem Weinberg, eben der ein bisschen was Besonderes für uns darstellt. Er kommt aus unserem guten Heitersheimer Maltesergarten. Es ist ein alter Weinberg, so 300, 500 Meter außerhalb vom Ort. Wenn man im Ort in Heitersheim über die Hohlgasse eben zum Ort hinausfährt, dann kommt man durch diese Hohlgasse, die auch vorne auf dem Etikett ja sehr schön mit stilisiert ist, Richtung Bettberg fährt man dann dort raus und da kommt man irgendwann in diese Hohlgasse rein, die schneidet sich da wirklich so ein paar Meter tief in den Weinberg. Der Lössboden gibt dem Wein auch seinen Charakter mit. Eben Löss ist ja sehr, sehr kalkhaltig, hat viel Mineralien, ist ein exzellenter Wasserspeicher. Also sowas wie Trockenstress kennen die Reben dort in der Regel überhaupt gar nicht. Zum einen eben wegen dem Löss, zum anderen aber auch, weil es sehr alte Rebstöcke sind, wo die Wurzeln schon sehr tief in den Boden reingehen. Unser Hohlgässler Pinot Noir wird eben, ja, die Trauben halbiert, es wird massiv zurückgeschnitten, ausgedünnt, alles getan, was man eigentlich für Qualität tun kann. Und dann kommt Dennis ins Spiel, unser Kellermeister, der darf sich dann ein bisschen dran austoben. Austoben wäre eigentlich was anderes, weil genau genommen macht er ein Jahr lang fast gar nichts. Er legt das Zeug nach der Gärung eben ins Barrique und lässt es liegen. Nach gut einem Jahr haben wir ihn rausgeholt. Der hat schon eine sehr, sehr opulente Nase, sehr intensive, dunkle Beeren, fast so ein bisschen was Cassis-artiges dabei. Hat schöne Noten auch so von Leder, von Tabak und allem. Gefällt mir super. Ist vor allem ein Wein vom Typ her, der vom ersten Moment, wenn man reinriecht, schon ja, richtig viel bietet und neugierig macht, Spaß macht, Laune macht. Der lädt einem förmlich ein, ihn einfach zu probieren und zu trinken. Im Mund. Wahnsinnige, reichhaltige, kräftige Frucht. Auch da wieder sehr reif wirkend, aber noch nicht ins Überreife gehend. Hat die Holznoten auch wieder mit dabei. Hat knackige Säure. Die ist aktuell also sehr, sehr gut spürbar. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich sage, okay, es ist vielleicht nicht ganz Everybody's Darling, könnte ein bisschen geschliffener und runder sein, aber ist halt auch ein Typ Wein, der braucht Zeit. Ja, was kann man über so einen Wein eigentlich noch sagen? Es ist einfach verdammt geiler Stoff. Der ist super strukturiert, hat Kraft, hat Power, beeindruckt direkt, wenn man ihn in den Mund nimmt. Die Feinheit kommt erst dann richtig raus, wenn man den Wein vorher dekantiert oder ihn eben wirklich aufmacht und stehen lässt. Der braucht Luft, der schreit förmlich danach. Dann ist auch die Säure gleich sehr viel besser eingebunden. Ja, das ist ein schöner, praller, ja, ein bisschen eher modernerer Typ Spätburgunder. Nicht unbedingt jetzt diese rein burgundische Art, die eher so von dieser Finesse und Feinheit lebt, sondern eher der gehaltvolle, schwere Typ Spätburgunder. Fast untypisch schwer. In dem Sinn, sage ich mal, zum Wohl.